Köln ist gerade die Hauptstadt der Gaming-Welt. Bis zum Wochenende findet da nämlich die Gamescom statt, die weltgrößte Computerspielemesse. Bisher war sie nur für Fachpublikum geöffnet. Von heute an dürfen alle die ausgestellten Neuheiten ausprobieren. Die Branche ist mittlerweile auch in Deutschland ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Sie beschäftigt laut eigenen Angaben um die 12.000 Menschen. Andere Länder sind da aber schon deutlich weiter und deshalb fordern Unternehmen jetzt mehr Unterstützung von der Politik. Es ist voll in den Kölner Messehallen. 300.000 Besucher erwarten die Veranstalter auf der weltgrößten Computerspielemesse, die in diesem Jahr so groß ist wie nie zuvor. Die Verkäufe von hochklassigen Computerspielen und Konsolen haben dazu beigetragen, dass der Umsatz der Branche weiter gewachsen ist. Um 4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Inzwischen gibt es nämlich den Film zum Spiel oder die Serie oder die Mode oder das Buch zum Spiel. Und da ist der Einfluss von Spielen in den letzten Jahren unglaublich groß geworden. Mehr als die Hälfte aller Deutschen über 16 Jahren spielt zumindest gelegentlich, Jüngere noch weitaus mehr. Deutschland ist weltweit der fünftgrößte Absatzmarkt für Computerspiele. Doch bei der Spieleentwicklung hinken deutsche Unternehmen hinterher. Wirtschaftsminister Habeck betonte bei der Eröffnung der Gamescom die wichtige Rolle der Gaming-Industrie. Seit knapp 3 Jahren erhält sie eine staatliche Förderung. 2022 bekam die Branche 47,8 Millionen Euro, in diesem Jahr 70 Millionen. Für das kommende Jahr plant das Bundeswirtschaftsministerium 48,7 Millionen Euro Förderung ein. Mehr Geld werde es nicht geben, so Habeck auf der Messe. Spieleproduzenten hatten sich mehr erhofft. Wir sind in Deutschland eine kleine Industrie. Es kommt kein wirklich großes Spiel aus Deutschland. Und das ärgert mich immer so ein bisschen, dass wir hier keinen Leader haben, kein Nummer 1 weltweit. Mehr als 1200 Aussteller sind bei der Gamescom vertreten. Gezeigt werden große Blockbuster, neue Spiele kleinerer Hersteller oder Retro-Hits für Nostalgiker. Für jeden Gamer etwas.